Los Angeles. Unzählige Gangs halten die 3,8 Millionen Einwohnermetropole in Atem. Ihr Cops seid doch alle Schlappschwänze. Ihr fahrt hier durch die Scheißgegend mit Blaulicht und macht die Leute nur fertig. Latino-Banden kämpfen gegen afroamerikanische Gangs. Die Einsatzkräfte vom LA Police Department versuchen, diesen Kampf um den Asphalt in Schach zu halten. Sogar die Kinder werden zu Bandenmitgliedern, wie auch die Enkelkinder. Ich habe sogar einen 80-Jährigen gesehen, der den ganzen Arm voll hatte mit Gang-Tattoos. Während ihrer Einsätze schweben die Polizeibeamten in akuter Lebensgefahr, denn Gewalt und Waffen sind an der Tagesordnung. Sie checken jetzt, dass niemand im Auto ist, weil wenn da jemand sitzt, könnte er uns einfach in den Rücken schießen. Jeder kämpft gegen jeden. Es sind tödliche Gefechte um die Herrschaft über das Territorium. Rund 280 Morde und über 3000 Raubüberfälle verzeichnet die Stadt Los Angeles. Unermüdlich ist daher das Los Angeles Police Department LAPD im Einsatz. Wir haben die Cops bei ihrem Kampf gegen die Bandenkriminalität begleitet. Wir sind in einem der gefährlichsten Polizeieinsatzgebiete der USA. Sergeant David Torres, seit 29 Jahren im Dienst, macht sich bereit für seine Schicht im Revier Hollenbeck in East Los Angeles. Es befindet sich gerade mal 14 Kilometer, also rund 20 Minuten Fahrzeit entfernt, vom Glamourviertel Hollywood. 40 Quadratkilometer isolierte Vorstadtwüste, rund 200.000 Einwohner, die meisten Latinos. Drogen und Gewalt beherrschen das Gebiet. Die Leute werfen ihre Schuhe über die Leitung. Und das ist ein Zeichen dafür, dass hier in der Gegend Drogen verkauft werden. Also Fremde können durch die Schuhe dann ihren Dealer finden. In den nächsten 5 Tagen wird ein spezielles Einsatzkommando der Polizei die Schuhe entfernen. Weiter geht die Patrouille zu einem Ort, an dem vor rund 2 Wochen ein schwerer Unfall stattgefunden hat, im Zuge eines Bandenkrieges. Ein Auto war auf der Flucht vor einer Schießerei mit Gangmitgliedern. Die Insassen hatten Angst um ihr Leben. Der Fahrer wurde tödlich getroffen und ist noch während der Fahrt gestorben. Er war mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs, zwischen 130 und 160 Stundenkilometern. Deswegen ist er auf der Bordsteinkante abgehoben und direkt ins Haus geflogen. Die 86-jährige Bewohnerin blieb unverletzt. Dafür kam die Beifahrerin, eine schwangere junge Frau, ums Leben. Aber nicht nur Schwerverbrecher bestimmen den Alltag der Polizisten in Los Angeles. Wie weit willst du damit noch fahren? Nur 2 Blocks bis zum Recyclinghof. Okay, aber mach deine Warnleuchte an und fahr bitte sehr langsam und löse deine Handbremse. Okay. Diesmal hatte der Schrotthändler also noch mal Glück. Er kommt ohne Strafe davon. Während für Sergeant Torres die Schicht zu Ende geht, bereitet sich Sergeant Miguel Lopez für die Nachtschicht vor. Seit 29 Jahren ist er bereits beim LAPD. Ich bin schon mehrmals angeschossen worden, weil ich in den gefährlichsten Gebieten von Los Angeles gearbeitet habe. Kugeln sind an meinem Kopf vorbeigeschossen. Irgendwann weißt du, wie sich so ein Schuss aus der Nähe anhört. Deswegen verlässt der Familienvater das Revier auch nur in kugelsicherer Weste. Erster Einsatz, Sergeant Torres checkt Wybury Woods. In diesem Wohngebiet leben rund 6 bis 8 verschiedene Gangs. Genau hier ist ein Gangmitglied aus dem Bus ausgestiegen. Dummerweise war die Haltestelle aber auf der falschen Straßenseite. Deswegen wurde er von Mitgliedern einer verfeindeten Gang, die ihm aufgelauert haben, auf offener Straße umgebracht. Genau neben einer Geburtstagsparty mit 20 Leuten und Kindern. Am helllichten Tag haben sie ihm in den Kopf geschossen. Nach Einbruch der Dunkelheit gibt es besonders viel zu tun für das LAPD. Sergeant Lopez wird zur Verstärkung der sogenannten Gang-Einheit gerufen. 5 Bandenmitglieder der Clover Gang haben in der Öffentlichkeit Alkohol getrunken, was in Kalifornien strengstens verboten ist. Deswegen wurden sie von den Kollegen vorübergehend festgenommen. Komm hier rüber! Du kannst nicht so mit mir umgehen! Dreh dich bitte um! Du bist mir sowas von egal, ich kenne meine Rechte. Für diesen jungen Mann und 3 seiner Freunde gibt es heute Abend nur eine Verwarnung wegen Trinkens in der Öffentlichkeit. Auf der Straße abhängen kann für Gangmitglieder aber extrem gefährlich werden.
Wir kontrollieren sie hier jede Nacht auf Waffen. Sie trinken hier, das zeigt einer anderen Gang, dass das ihr Gebiet ist. Und dann kommt einer vorbei und versucht, sie zu erschießen. Dieses Bandenmitglied kommt allerdings nicht so einfach davon. Er war bereits 6 Monate in Haft und ist nur auf Bewährung auf freiem Fuß. Er hat Auflagen, dass er sich zum Beispiel nicht mit anderen Bandenmitgliedern treffen darf, aber er hat es trotzdem getan. Das berechtigt uns jetzt, seine Wohnung zu kontrollieren, ob er im Besitz von Drogen ist. Vielleicht hat er Waffen zu Hause. Deswegen begleitet Sergeant Lopez die Gang-Einheit jetzt zur Wohnungsdurchsuchung des festgenommenen Bandenmitglieds. Die 10 Polizisten riskieren bei Einsätzen wie diesen ihr Leben. Die Officer checken jetzt alle Ecken, damit da niemand ist, wenn sie später zurückkommen. Außerdem hören sie genau hin, ob hier ein Verdächtiger ist. Danach wird die Familie des Bandenmitglieds auf die Straße geführt. Jetzt kann die Wohnungsdurchsuchung beginnen. Falls die Beamten Drogen, Waffen oder verdächtige Gegenstände finden sollten, muss der junge Mann wieder zurück in den Knast. Schon in der Vergangenheit hat er sich auffällig und aggressiv der Polizei gegenüber verhalten. Dieser Typ hat übers Internet versucht, die Telefonnummern von Polizisten herauszufinden, um uns dann umzubringen und unsere Frauen zu missbrauchen. Und das Gericht hat ihn deswegen verurteilt. Heute können die Beamten nichts Auffälliges finden. Sie müssen das Bandenmitglied wieder laufen lassen. Aber schon morgen geht die Jagd nach dem Verbrechen weiter.